Aus Furcht vor möglichem Terror mit Biowaffen hat die US-Regierung an Forscher und Wissenschaftsmagazine appelliert, Daten über ein Virus zurückzuhalten. Dabei handelt es sich um eine im Labor entwickelte hochansteckende Variante des Vogelgrippeerregers. Das Fachblatt Science bestätigte den Eingang der nicht bindenden Forderung des US-Gesundheitsministeriums und kündigte eine Prüfung an. Einen solchen Vorgang habe es bislang noch nie gegeben.